Ich mache jetzt noch eine Einleitung. genau, und zwar geht es jetzt um was Positives. Herr der Ringe, ja, Regieanweisung. Okay. Herr der Ringe, das sehende Auge, Palantir, genau, darüber werden wir gleich etwas hören. Vorher noch ein kleiner Einschub zur KI-Videoüberwachung am 21.07.2023 bis Ende September. Da gab es am Hansaplatz eine schöne Kamerainstallation, wo mittels KI-Überwachung festgestellt wurde oder versucht wurde festzustellen, wann passieren denn jetzt hier illegale Aktivitäten, dass wir schon früher eingreifen können. Kantorkel hat dazu auch schon mal einen kleinen Vortrag gehalten. Heraus kam dann am Ende, ja, aus technischen Gründen war die auch ab und zu mal aus und musste früher abgebaut werden und hin und her, aber die Erfolgsquote liegt bei 92%, voll krass. Die Fehlerquote dann bei 8%, was bei 10 Leuten nicht so viel ist, bei Millionen von Leuten, die am Hansaplatz langlaufen, dann doch schon recht viel. Genau, und dann hat man gefragt, ja, was war denn jetzt überhaupt diese Erfolgsquote, was ist da genau festgestellt worden? Können wir nicht sagen, ist geheim, weil Sicherheit und so. Dann haben aber Politiker gesagt, na, ich mache mal eine kleine Anfrage. Und was ihr seht, ist hier ein Teil dieser Anfrage. Da war nämlich, könnt ihr mal genau aufdröseln, was hat die KI jetzt letzten Endes erkannt für eine Gefahrensituation und ja, was da passiert. Wir haben hier unter Punkt 6 einmal Schlägerei zwischen mehreren Personen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Yay, es hat funktioniert. Siebtens, Tritte zwischen zwei Personen augenscheinlich aus Spaß. Die KI kann augenscheinlichen Spaß feststellen oder die Polizisten, man weiß es nicht so genau. Definitiv wurden auch alle Daten dieser Menschen direkt danach gelöscht und nicht aufbewahrt. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr nach Hamburg fahrt und ihr wollt richtig Party machen, schlaft nicht auf der Straße ein. Denn eines der größten Punkte sind am Boden liegende Personen, die als potenzielle Gefahrensituation wahrgenommen werden. Genau. Das, man könnte jetzt auch sagen, okay, die KI ist noch sehr jung, wir brauchen mehr Daten, Daten, Daten. Und wo kriegen wir Daten her? Ich glaube, wir haben so eine Datei, da sind ganz viele Menschen mit Fotos drin und die kann man perfekt nehmen, um der KI beizubringen, wie sie Gesichter wiedererkennen kann. Das dachten sich zumindest halt einige Bundesländer, wie zum Beispiel Hessen, Hamburg, Bayern. Nordrhein-Westfalen und so weiter und haben damit Palantir so einen kleinen Deal gemacht, das ist jetzt der Bogen, können wir nicht mal üben, die KI zu trainieren. Die Gerichte immer wieder so, nee, das ist nicht so cool, weil ihr habt keinen Schwellenwert angegeben, wann, ab wann darf jemand da untersucht werden und analysiert werden. Die so, na gut, machen wir es im anderen Bundesland. Und dann kam Faeser und hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Bundesweit werden wir sowas nicht einsetzen. Und alle so, Faeser, wow, Datenschutz, krass. Aber nein, das geht nicht um die rechtlichen Gründe, sondern es geht eher darum, wir wollen, wie Kali sich vorhin schon gesagt hat, eine eigene KI bauen. Also es geht darum, mit P20 so einen eigenen DIY-Kit mit sensiblen Daten zu machen. Das heißt, wenn wir schon die Daten ausspionieren, dann bitte doch unter uns und dann geben wir die nur stückweise weiter und nicht einfach so und müssen die dann von den USA zurückkaufen, das macht keinen Sinn. Genau. Und ja, wer schult die Leute, wer macht das? Das ist noch nicht so ganz raus. Wie gesagt, das Projekt läuft noch. Eine Aussage war auch, dass dann die Fähigkeiten zu analysieren und zu entscheiden, wann jetzt was gefährlich ist oder nicht, Zitat, erlernt wird durch, bestimmte polizeifachliche Fähigkeiten, so auch die Analysefähigkeit, sollen in eigener digitaler Kompetenz entwickelt werden. Die eigene digitale Kompetenz der Polizei. Netzpolitischer Abend 136, da haben wir ein schönes Video mit einem schönen Beitrag, könnt ihr euch nochmal angucken an dieser Stelle. Aber wie es jetzt wirklich darum steht und was mit den Daten möglich ist und möglich sein darf, das erzählen uns jetzt Kantorkel und Yannick Besendorf. Kantorkel kennt ihr aus diversen CCC-Vorträgen. Er liebt Sicherheit, deswegen hilft er auch gerne immer Firmen, ihre Datenlecks aufzuspüren, damit sie sich bessern können. Und er versucht schon seit geraumer Zeit, sein Gesicht aus den Gesichtserkennungsmaschinen des Internets herauszuholen, mit mäßigem Erfolg. Und an seiner Seite ist Yannick Besendorf. Er ist Aktivist für Datenschutz und Informationsfreiheit. Und für ihn ist es ein großes Anliegen, so viele Leute wie möglich aufzuklären und ihnen zu sagen, hey, so kannst du deine eigenen Daten schützen. Und wenn er Geld verdient, dann schützt er Journalisten davor,
ausspioniert zu werden, vor allem von Staatstrojanern. Hier sind sie. Tada! Applaus! Ja, hervorragend. Vielen Dank für die Einladung. Wir reden heute über ein ganz konkretes Projekt, was ganz klein angefangen hat. Und ich hätte niemals gedacht, dass das so groß wird. Ich hätte auch niemals gedacht, dass irgendwann zwei Leute oder mehr involviert sind. Danke. Wir sprechen über eine Fahndungsdatenbank, die das BKA für Produkttests missbrauchen lässt, muss man sagen. Oder eine Aufsichtsbehörde, die eine Rechtsgrundlage sucht. Genau, die Datenbank, um die es geht, die nennt sich InPOL-Z für InPOL-Zentral. Genau, es ist ja so, in Deutschland gibt es 18 verschiedene Polizeibehörden, wegen Föderalismus in jedem Bundesland eine, dann noch BKA und die Bundespolizei. Und die haben alle unterschiedliche Datenbanken gehabt, wollen die aber dann natürlich austauschen. Dann hatten die da schon mal so ein System, um das bundesweit auszutauschen. Dann hat irgendwann KPMG das für ganz viel teuer Geld analysiert, hat gesagt, das ist alles ganz schlimm. Dann dachte man sich, ja, jetzt müssen wir es neu machen. Dann hat man es für ganz viel Geld neu gemacht. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was da jetzt anders ist, aber jetzt haben wir das. Genau, die einzelnen Landespolizeien schmeißen da irgendwie so Daten rein. Also zum Beispiel Berlin gibt irgendwie Daten ans BKA, die landen dann in InPOL-Z. Das sind zum Beispiel erkennungsdienstliche Daten. Das ist, wenn Leute einer Straftat verdächtigt werden, dann werden da Fingerabdrücke genommen, Gesichtsbilder gemacht. Es wird aufgeschrieben, wie schwer sind die, wie groß, welche Augenfarbe, welche Tattoos haben die. Dann gibt es andere Sachen, die Haftdatei, da stehen dann Haftbefehle drin, Personenfahndung, wenn Leute gesucht werden und so Dateien, um Leute zu gruppieren. Zum Beispiel die Datei Rauschgift, die Datei Rocker oder auch Gewalttäter Sport. Ist der Vortrag von der Fanhilfe leider ausgefallen, aber die kommen dann natürlich auch drin vor. Genau, und mit diesen Daten hat eben das BKA Produkttests gemacht. Die Produkttests sind uns eigentlich schon bekannt. 2018 war das Pilotprojekt am Bahnhof Südkreuz hier in Berlin. Da hat die Bundespolizei zusammen mit dem BMI, damals unter Thomas de Maizière, Gesichtserkennungssysteme mit Kameras am Bahnhof testen wollen, um da auch auffälliges Verhalten wie zum Beispiel Ladendiebstahl, herumlungern, Bombe platzieren und solche Sachen erkennen wollen, aber auch Personen, nach denen gefahndet wird. Ist katastrophal gescheitert. Die Erkennungsquoten waren auch furchtbar schlecht, vor allem wenn man es vergleicht damit, wie viele Leute da vorbeilaufen. Genau, irgendwie. Danach war Horst Seehofer Innenminister und der hatte irgendwie kein Interesse mehr an dem Projekt. Der wollte lieber gegen Geflüchtete hetzen und hat das so einschlafen lassen. Trotzdem wollte aber das BKA nochmal auch Gesichtserkennungsdaten testen und hat das mit diesen InPOL-Z-Daten gemacht, also mit 3 Millionen Bildern von erkennungsdienstlichen Behandlungen von Leuten, die irgendwann mal verdächtigt wurden, eine Straftat begangen zu haben. Also ja, it was so nice, they did it twice. Mit ähnlich gutem Ergebnis. Genau. Das Projekt am Südkreuz war also nicht so gut gelaufen. Also müssen wir was tun und die Gesichtserkennungssysteme des BKA ertüchtigen. Das hier ist ein Screenshot aus einem befreiten Dokument. So soll die Projektwebseite aussehen mit ganz tollen, wichtigen Infos. Zum Beispiel, ich möchte teilnehmen, was muss ich dann tun? Was geschieht mit meinen Daten? Auch sehr wichtig und noch viel wichtiger, meine Rechte. Was darf ich tun, wenn ich von diesem Projekt betroffen bin oder an diesem Projekt mitwirken möchte? Der Polizei ist Datenschutz also wichtig. Es gibt ein Widerrufsrecht, ich kann mich also auch entscheiden, mitzumachen, dann wieder dagegen entscheiden, doch nicht mitmachen. Und ich kann das BKA auch fragen, welche Daten sie über meine Person haben. Es gibt einen Auskunftsanspruch. Dummerweise ist der Polizei der Datenschutz nur dann wichtig, wenn es um Polizistinnen geht, denn diese Info-Webseite ist intern, nicht extern. Es brauchte, um dieses große Testprogramm durchzuführen, Kontrollmaterial und da wurden dann um die 120 Polizistinnen intern dazu bewogen, mitzumachen
Und da gab es umfangreiches Material, wo sie dann aufgeklärt wurden, mit welchen Schutzmaßnahmen die Daten gesichert werden, dass die Daten hinterher gelöscht werden und so weiter und so fort. Es gibt auch einen Hinweis zur Gesundheit. Die Anwendung der Kameravorrichtung ist völlig ungefährlich für die Gesundheit der Teilnehmer, auch sehr wichtig. Leider nur intern. Extern sah das Ganze etwas anders aus. Wenn man in dieser InpulsZ-Datenbank steckt, wurde man leider nicht gefragt. Es gab keinen Auskunftsanspruch, keine Widerspruchsmöglichkeit. Dem BFDI, dem Bundesbeauftragten oder damals noch der Bundesbeauftragten für den Datenschutz, Andrea Vosloff, muss das Ganze 2017 schon bekannt gewesen sein. Denn damals hat das BKA zwei neue Dateien errichtet für diese internen Kontrolldatenbanken. Also zwei Datenbanken, wo dann wirklich nur Polizistinnen aufgenommen wurden als Referenzobjekte für den Produkttest, der später geplant war. Eine Datei Metadaten Freiwillige und eine Referenzdatei auch Freiwillige. Das BFDI, damals die BFDI, hatte Fragen und das BKA hat offensichtlich umgehend geantwortet. Also das BFDI hat im Dezember 2017 zum ersten Mal nachgefragt, ich habe gesehen, es gibt da zwei neue Errichtungsanordnungen, was hat es denn damit auf sich? Geht um Gesichtserkennung, das ist doch rechtlich ein bisschen kompliziert. Die Polizei hat nicht geantwortet. Einen Monat später hat die Behörde das BFDI nochmal nachgefragt, gab wieder keine Antwort. Das BFDI hat sich dann intern damit beschäftigt, hat auch einen Informationsbesuch angekündigt, noch dreimal nachgefragt, hey, wie sieht es denn aus? Wir sind inzwischen bei Mitte 2019 und im Juli, am 4. Juli 2019 hat das BKA dann geantwortet, ja, Projekt ist vorbei, super gelaufen und alles nicht so schlimm. Auf die Daten haben wir auch aufgepasst. Nur ein knappes halbes Jahr später wurde dann auch dieser schöne Evaluierungsbericht abgeliefert und in dem steht jede Menge Spannendes drin. Dieser Evaluierungsbericht war nicht von Anfang an frei verfügbar und das hier ist auch eine geschwärzte Version, wo nicht alles drin steht. Die Namen der getesteten Produkte sind zum Beispiel gestrichen worden. Ich kann nicht sagen, inwieweit ansonsten dieses Dokument mit dem Original übereinstimmt. Und hier stehen spannende Dinge drin. Und zwar stellen wir fest, Aufsicht mangelhaft. Denn hier steht drin, das BKA hat Gesichtsbilder zur Evaluierung dieser Gesichtsidentifizierungssysteme zur Verfügung gestellt. Also der Plan war, Fraunhofer testet vier Gesichtsidentifizierungssysteme, die am Markt erhältlich sind. Fraunhofer sollte dann sagen, welches System am besten ist oder auch welche Kombination von Systemen noch bessere Ergebnisse liefert. Fraunhofer sollte was dazu sagen, wie die Performance dieser Systeme einbricht, wenn die Personen nicht gerade in die Kamera schauen, sondern vorbeischauen, nach links oder nach rechts oder auch nach oben. Und irgendwie muss man das Ganze testen. Deswegen wurde ein Datenbestand bereitgestellt, und zwar Kopien von ca. 5 Millionen digitalen Bildern, frontalen Gesichtsbildern aus InpulsZ und ca. weitere 3 Millionen digitale Bilder, die als Heilprofilbilder markiert waren und eben diese Testpersonen. Ich war zufällig darüber gestolpert, das war keine Absicht, und habe dann, nachdem ich drüber gestolpert war, den BFDI dann gefragt, ist das legal? Und nach kurzer Zeit, wie das so ablief, sehen wir gleich, hat er mitgeteilt, es mangelt an einer Rechtsgrundlage und meine rechtlichen Bedenken habe ich dem BKA mitgeteilt. Das klingt doch erstmal nach schöner, heiler Welt. War leider nicht ganz so einfach. Im Rahmen dieser Kampagne gegen Gesichtserkennung, Reclaim Your Face, habe ich mich intensiver mit Biometrie, Gesichtserkennung in Deutschland und Europa beschäftigt und habe unter anderem regelmäßig Bundestagsdrucksachen durchforstet nach Schlagworten wie Gesichtserkennung und habe dann 2019 oder 2020 schon, also gar nicht so zeitnah, eine Drucksache gefunden, die in den Folien online nachher auch verlinkt ist, wo erwähnt wird, das BKA plant eine Studie zur Prüfung der Leistungsfähigkeit von markterhältlichen Gesichtserkennungssystemen.
diesen Evaluationsbericht, der da bestimmt rausfällt, wollte ich dann haben, habe also eine EFG-Anfrage gestellt und immerhin 4-5 Monate später, Evaluationsbericht wurde befreit. Das ist dieser Fraunhofer-Bericht, den ich dann in den Händen hielt. In diesem Fraunhofer-Bericht habe ich dann gesehen, ups, Fraunhofer hat 8 Millionen Gesichtsbilder aus Impuls Z erhalten. Ich bin kein Jurist, aber mir kam das komisch vor und ja, habe also mit einer klaren Annahme beim BFDI nachgefragt, hallo, ist das legal? Im Oktober 2022, weil es nicht so bald eine Antwort auf meine Frage gab, habe ich über eine weitere EFG-Anfrage versucht, meine und jede weitere Kommunikation zwischen BFDI und BKA zu befreien. Und nach nur anderthalb Jahren, im Februar 2024, war die Kommunikation dann befreit. Ging um unter 150 Seiten. Man kann den Dokumenten entnehmen, dass die Aufsichtsbehörde manchmal erst gearbeitet hat, wenn ich wieder nachgefragt habe. Denn ich habe nicht nur einmal nachgefragt, hallo, ist das legal? Sondern im November 21 habe ich nochmal nachgefragt, hey, wie ist der Status? Im April 22 nochmal. Im Juli 23 habe ich nochmal nachgefragt und dann sagte der BFDI, nee, ist nicht illegal, ist nicht legal. Spoiler Alert. Die Meinung hat sich inzwischen geändert. Der BFDI hat sich damals dann hingesetzt und überlegt, das ist ja ungünstig, wenn das BKA da ohne Rechtsgrundlage irgendwelche Bilder an Fraunhofer gibt. Also hat der BFDI angefangen, eine Rechtsgrundlage zu suchen. Und deswegen spricht Yannick jetzt weiter. Genau, ich habe mich, also Kantorkel hat ja erzählt, er macht das schon länger und recherchiert schon länger dazu. Ich habe mich dann letztes Jahr irgendwann mit ihm unterhalten und er erzählte mir so von diesem Evaluationsbericht, den er bekommen hat und dass das BKA eben diese Gesichtsbilder aus Inpol Z weitergegeben hat an das Fraunhofer Institut. Und da habe ich gleich gesagt, ach, in dieser Datenbank, da bin ich ja drin. Ich hatte nämlich so 2018 oder 2019 das Glück, nach so einer politischen Aktion in der polizeilichen Maßnahme zu landen und erkennungsdienstlich behandelt worden zu sein. Wem das jetzt nicht sagt, also man wird dann von der Polizei erstmal in Gewahrsam genommen, darf dann meistens erstmal so 1-2 Stunden in so einem Polizeiauto rumwarten und dann überlegen die erstmal, wo sie einen hinfahren. Also irgendwie war dann in keiner Polizeiwache mehr irgendwie Platz für mich. Dann haben die mich irgendwann nach Spandau gefahren, da war noch Platz. Und dann war ich da dann erstmal in so einer Zelle und wurde dann in so einen Raum gebracht, wo eben Fingerabdrücke genommen werden, Fotos von mir gemacht wurden. Und dann haben die mich noch gefragt, irgendwie welcher Religion ich angehöre oder so ein Quatsch und ob ich Tattoos habe und solche Sachen. Und das haben die dann da alles aufgeschrieben, bis sie mich dann irgendwann spät nachts wieder haben gehen lassen. Und das war jetzt aber für Kantorkel praktisch und diese Sache, weil ich mich dann als Betroffener beschweren konnte beim BFDI und sagen konnte, hey, da ist mein Gesichtsbild in dieser Datenbank und die hat das BKA laut diesem Evaluationsbericht an das Fraunhofer weitergegeben. Also habe ich mich im September 23 beschwert. Das hat alles auch recht lange gedauert. Genau, und dann habe ich jetzt im März dann eine Antwort bekommen und die Antwort, muss ich sagen, hat mich schon recht überrascht, weil der BFDI hat mir irgendwann mitgeteilt, ja, also wir haben jetzt beim BKA nochmal nachgefragt und die haben uns gesagt, die haben die Daten gar nicht weitergegeben, deswegen ist jetzt alles fein, so ist völlig in Ordnung. Und die Geschichte dahinter, das wissen wir von Recherchen vom Bayerischen Rundfunk, die dann auch auf tagesschau.de erschienen sind, ist, dass das BKA sagt, die Daten wurden auf einem Offline-Computer übertragen. Dort wurden auch diese ganzen Gesichtserkennungsalgorithmen installiert. Die wurden dann über die ganzen 5 Millionen Gesichtsbilder laufen lassen. Und die Ergebnisse, die dann da rauskamen, die wurden pseudonymisiert dann ans Fraunhofer weitergegeben. Und das sei eben okay. Ja. Genau, auf jeden Fall haben die Mitarbeiter vom BFDI dann auch noch eine Rechtsgrundlage gesucht. Es ist leider nicht bekannt, welche sie gefunden haben. Ich wüsste nicht, welche sie gefunden haben. Ich habe später auch mal einen Auszug aus dem BKA-Gesetz dabei. Aber auf jeden Fall
genau, kam mir das immer noch komisch vor. Wir haben dann erstmal überlegt, ob wir da klagen, haben das aber erstmal zurückgestellt und jetzt erstmal eine neue Beschwerde geschrieben, weil ich habe mich zunächst nur beschwert, dass sie die Daten weitergegeben haben an das Fraunhofer, weil das das Offensichtliche ist, weil das ja eigentlich nicht sein kann, dass eine Polizeibehörde Daten an einen privaten Verein weitergibt, um da so Marktforschung zu machen. Und was der BFDI aber nicht geprüft hat, ist, ob das BKA überhaupt die Daten, die sie als während erkennungsdienstlichen Behandlungen bekommen haben, die dann benutzen können, um Marktforschung über diese Gesichtserkennungsalgorithmen zu machen. Das habe ich noch nicht erwähnt. Das Verfahren gegen mich, was da mir vorgeworfen wurde, wurde übrigens eingestellt. Man wird dann aber nicht aus diesen Datenbanken entfernt. Man bleibt dann einfach weiter drin. Und sowas findet dann natürlich zum Beispiel trotzdem statt. Ich warte jetzt, bis ich nochmal eine Antwort kriege vom BFDI. Neulich haben sie mir gesagt, es dauert noch ein bisschen. Und später überlege ich dann, ob ich nochmal klagen würde. Hier ist, wie gesagt, Paragraph 21 aus dem BKA-Gesetz und da steht drin, das Bundeskriminalamt kann personenbezogene Daten an Hochschulen, andere Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben und öffentliche Stellen übermitteln, soweit erstens dies für die Durchführung bestimmter wissenschaftlicher Forschungsarbeiten erforderlich ist, zweitens eine Weiterverarbeitung anonymisierter Daten zu diesem Zweck nicht möglich ist. Ja, nee, anonym mit Gesichtern, das geht nicht. Die kannst du den schwarzen Balken drüber machen und dann irgendwie gucken, ob der Gesichtserkennungsalgorithmus noch funktioniert. Und, aber das ist jetzt hier besonders wichtig, das öffentliche Interesse an der Forschungsarbeit, das schützwürdige Interesse der betroffenen Personen an dem Ausschluss der Übermittlung erheblich überwiegt. Und davon kann wirklich überhaupt keine Rede sein, dass das BKA jetzt irgendwie testen muss, welche dieser vier Anbieter die geilste Gesichtserkennung hat. Und dafür 3 Millionen Betroffene und 5 Millionen Gesichtsbilder an das Fraunhofer weiterleiten muss. Und es ist auch übrigens technisch so, dass das eigentlich großer Blödsinn war, denn es gibt standardisierte Tests, zum Beispiel vom NIST, das ist eine US-amerikanische Standardisierungsbehörde, die hat so einen Test für genau Gesichtserkennungsalgorithmen und bietet auch einen Standarddatensatz, damit das eben auch vergleichbar ist. Also kann man Gesichtserkennungsalgorithmen super easy mit diesem Standarddatensatz testen und muss davon nicht irgendwie die Grundrechte von 3 Millionen Menschen in InPolZ verletzen. Genau, das war es zur Datenübermittlung. Das geht eigentlich nicht, ob das jetzt eine war oder nicht, ist glaube ich immer noch eine Streitfrage. Mal gucken, ob wir das noch gerichtlich klären irgendwann. Aber auch zur Zweckentfremdung nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist jede Zweckentfremdung von Daten immer wieder ein neuer Grundrechtseingriff und dafür bräuchte man wieder eine Rechtsgrundlage. Also es müsste irgendwie im BKA-Gesetz zum Beispiel stehen, dass sie das dürfen oder sie bräuchten eine Einwilligung. Die haben mich nicht um Erlaubnis gefragt, ich habe keinen Brief gekriegt. Das haben sie also auch nicht. Also wir sind weiterhin der Meinung, das war rechtswidrig. Und ich hoffe, der BFDI wird das dieses Mal auch feststellen. Genau, unsere Forderung, die Polizei muss erstmal überhaupt alle Bilder von Personen, die weder gesucht noch irgendwie verurteilt und vorbestraft sind, löschen. Es kann nicht sein, dass mir die Polizei einfach was vorgeworfen hat, da nie ein Gericht darüber entschieden hat, das Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt wurde, danach meine Bilder über Jahre lang noch in dieser Polizeidatenbank gespeichert sind, einfach aufgrund von so einer exekutiven Entscheidung. Die Betroffenen dieser Maßnahme, dieser Zweckentfremdung der Daten, die müssen informiert werden, also alle diese 3 Millionen Personen müssen einen Brief vom BKA bekommen, nachdem der BFDI hoffentlich feststellt, dass das rechtswidrig war und wir brauchen auf jeden Fall stärkere Aufsicht. Es kann nicht sein, dass Betroffene wie ich sich überhaupt erstmal beim BFDI beschweren müssen, damit der überhaupt ins Handeln kommt und dass der dann einfach so beim BKA nachfragt, ja, sagt mal, liebe Leute, bitte, bitte, was habt ihr da gemacht? Wäre echt nett, wenn ihr uns Auskunft gebt und die dann sagen, ja, nö, wir haben gar keine Daten übermittelt, das stand zwar in dem Bericht, aber haben wir doch nicht. Nee, der muss von sich aus handeln und er muss auch fähig sein, das zu überprüfen und da nicht einfach glauben, was erzählt wird. Genau. Ja, wo gibt es weitere Informationen? Den Evaluationsbericht, der ist wie gesagt öffentlich. Hier ist ein Link, könnt ihr auf fragdenstaat.de einsehen oder ihr sucht auf fragdenstaat nach Kantorkels Profil. Netzpolitik hat auch über die
die Zweckentfremdung und diese Marktanalyse berichtet. Und erst kürzlich gab es jetzt im Verfassungsblog noch einen Artikel von Marc Zöller, der nochmal genauer beschrieben hat, wo eigentlich die rechtlichen Probleme liegen. Auch sehr interessant, wenn euch das interessiert. Und hier noch ein Call to Action, was ihr selber machen könnt, wenn ihr euch zum Beispiel fragt, in was für Datenbanken der Polizei oder vom Verfassungsschutz oder wo stehe ich eigentlich drin? Da gibt es eine super Webseite, Datenschmutz, also nicht Datenschutz, sondern schmutz.de. Da ist so ein Generator, da könnt ihr hier aus so einer riesigen Liste, es gibt schon so einen Eindruck, wie viele Datenbanken es gibt, auswählen, wo ihr überall anfragen wollt. Dann generiert euch das so Briefe, die müsst ihr nur noch ausdrucken und eintüten und könnt ihr in den Briefkasten werfen. Und dann erfahrt ihr auch, in welchen Datenbanken ihr so steht. Und was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt sogenannte Protokollbandabfragen nach Informationsfreiheitsgesetz bei Polizeibehörden stellen. Zumindest in Berlin geht das. Und da könnt ihr anfragen, wenn die Polizei am Computer sitzt oder auch mobil euch bei einer Verkehrskontrolle untersucht und dann euren Namen in ihr System eingibt, dann könnt ihr nachschauen, wann haben die das gemacht und nach was haben die gesucht. Und da fallen dann manchmal auch so Sachen auf, wie wenn euer Nachbar irgendwie Polizeibeamter ist und mal euren Namen da eingegeben hat, um zu gucken, ob da was über euch drinsteht oder so. Oder ist auch bekannt zum Beispiel, wenn Helene Fischer irgendwo ein Konzert spielt, dann suchen ganz viele Polizisten im Polizeicomputer nach Helene Fischer und schauen, wo ihre Privatadresse ist oder weiß ich nicht, so ein Quatsch. Da könnt ihr nachschauen, könnt ihr euch dann auch drüber beschweren. Da gibt es tatsächlich auch Bußgelder für die Polizeibeamten, also das kann sich lohnen. Genau, wenn ihr den QR-Code scannt, findet ihr nochmal die Slides, dann könnt ihr auch die Links klicken. Und sonst nehmen wir noch Fragen an. Sonst, bevor die erste Frage gestellt wird, ich muss noch einen Satz loswerden, so als Fazit. Ich bin schon mittelschwer enttäuscht vom BFDI. So historisch wurde die Datenschutzbehörde aus dem Innenministerium rausgelöst, damit sie unabhängig ist. Und hier mussten wir diese Behörde so krass zum Arbeiten tragen. Und noch immer ist die Behörde so unglaublich unengagiert dabei. Ich wünsche mir, dass die neue BFDI da engagierter bei der Sache ist. Erstmal vielen Dank für euer Engagement und den Vortrag. Wenn ich jetzt so einen Brief abschicke, riskiere ich dann nicht auch, dass ich das selber dadurch einen Eintrag erhalte, dass ich den Brief abgeschickt habe? Also die Frage ist tatsächlich auf datenschmutz.de in den FAQ beantwortet. Dem Team, das die Website betreibt, ist kein Fall bekannt, wonach irgendwie Polizeibehörden angefangen hätten, nach Leuten zu schauen, nur weil sie Datenschutzanfragen gestellt hätten. Es ist aber natürlich so, dass wenn du eine Anfrage stellst, du damit ja auch Daten erzeugst, weil die Anfrage muss ja bearbeitet werden und die wird dann auch eine Weile aufgehoben und das wird ja dann aber üblicherweise auch im Antwortschreiben mitgeteilt, also die wird dann normal so 2 Jahre aufgehoben. Genau, in einem Fall einer Polizeibehörde hat man mir auch gesagt, dass das nur analog irgendwo in so einer Akte drin liegt und nicht in irgendeinem digitalen System drin ist. Also ich würde mich nicht davon abhalten lassen, diese Anfragen zu stellen. Ja, wenn du sehr paranoid bist, kannst du den Brief mit einem Schwamm statt mit Spucke und mit Einweghandschuhen zukleben. Aber das musst du wissen. Gibt es noch Fragen? Vielleicht? Ja. Ja, erst also eine Verständnisfrage. Alle Leute, die in Deutschland in der ED waren, sind da drin und wurden untersucht. Und genau, die zweite Frage ist, lohnt es sich oder macht es irgendeinen Unterschied, wenn mehr Leute anfangen, sich darüber zu beschweren? Weil, also da sind ja viele Leute, die damit extrem unhappy sind wahrscheinlich. Das Projekt ging um Anfang 2019 los. Das heißt, alle Personen oder sehr, sehr viele Personen, 3 Millionen Personen, die Anfang 19 in der Datenbank waren, deren Bilder wurden an Fraunhofer weitergegeben.
Und ich denke, es ergibt auf jeden Fall Sinn, viele Anfragen zu stellen, denn dann sieht auch die Aufsichtsbehörde ein gewisses Interesse und nicht, dass da nur ein gelangweilter Aktivist gerne E-Mails schreibt. Insofern ist es, glaube ich, auch jetzt noch sinnvoll, da mal nachzufragen, was da los ist. Genau, wenn du mir vielleicht nochmal eine E-Mail schreibst, dann kopiere ich dir meine Beschwerde, die ich an den BFDI geschickt habe, und dann kannst du einfach die wortgleiche auch schicken. Nächste Fragestellung kommt, wenn, warte, Toni, ich gehe. Ja, vielen Dank. Helene Fischer wohnt übrigens gegenüber der Elbphilharmonie im Hamburger Hafen. Das wird auf jeder Hafenrundfahrt in Hamburg erwähnt. Da braucht man gar nicht nachgucken. Ernstere Dinge sind, was den meisten Leuten nicht klar ist, was mir auch erst sehr spät klar geworden ist, ist, wenn ein KI-Modell mit eurem Bild trainiert wird, dann ist dieses Bild in einer verlustbehafteten Kompression Teil des Datenmodells. Das heißt, das geht da ziemlich durcheinander. Testen und Trainieren bei KI-Modellen ist nicht dasselbe. Wenn ich trainiere, dann geht das Bild da rein. Und wenn ich teste, dann gucke ich, ob das Bild schon da drin ist. In dem Sinne sind schon einige Fails passiert bei der Pseudonymisierung, weil man, da gab es einen Fall von Krebspatientinnen, da konnte man dann hinter die Bilder der Patientinnen wieder rausholen aus der KI-Datenbank. Das scheint ein inhärentes Problem zu sein in der KI, dass man also nicht davon ausgehen kann, dass es pseudonymisiert wird, sondern einfach, dass es einfach nur verlustbehaftet komprimiert wird. Das müssten wir generell mal angehen. Seht ihr das auch so? Kein Widerspruch. Also ja, ich glaube, das ist ein unterbeleuchtetes Problem. Eine Sache, die in die Richtung geht, ist eine jüngere Beschwerde von Neub, die mal wissen wollen, ob man ChatGPT dazu bringen kann, korrigierte Daten auszuspucken und nicht ein falsches Geburtsdatum zu einer Person. Aber ja, in Bezug auf alle anderen trainierten Modelle ist das auf jeden Fall interessant und sicherlich zum Teil auch, ja, ich will nicht sagen rechtliches Neuland. Ich glaube, rechtlich ist der Fall da teilweise ziemlich klar. Wenn ich mein Bild reinstecke und mein Bild wieder rauskriege, dann ist mein Bild da drin. Und das geht nicht, ohne mich vorher zu fragen. Denkt ihr, dass das der einzige Fall ist, in dem Daten so zweckentfremdet wurden? Und die Antwort steht dir ins Gesicht geschrieben. Folgefrage, wie wird das in Zukunft gehandhabt werden? Zur ersten Frage. Ich habe meine erste IFG-Anfrage, nee, die zweite IFG-Anfrage zur Kommunikation zwischen BKA und BFDI schlecht gestellt. Ich habe zur Kommunikation bezüglich Weitergabe und Input-Set irgendwie gestellt. Und dann kam nicht nur raus, dass diese Gesichtsdaten weitergegeben wurden, sondern 10 Jahre vorher auch Fingerabdrücke. Das heißt, da gibt es noch 150 Seiten auf Frag den Staat, die noch niemand genauer angeschaut hat. Vielleicht ist das noch eine kleinere Geschichte. Und die zweite Frage habe ich vergessen. Und nun? Also, wir sind ja hier bei den Europawahlen im NPA. Was können die Leute, die hier sitzen und deren Freunde und Freunde tun, um sich so ein bisschen da abzusichern? Absichern ist schwierig. Ich glaube, im ersten Schritt ist es sinnvoll zu erheben und zu gucken, was passiert. Es soll diese Überwachungsgesamtrechnung geben, mal gucken, was daraus kommt. Und es ist immer interessant, Unternehmen, Behörden, andere Stellen nach den eigenen Daten zu fragen und mal zu gucken, ob die wirklich nur das haben, was sie behaupten zu haben. Genau, wenn ihr den Wahl-O-Mat macht für die Europawahl, gibt es auch eine Frage, ob man europaweit Polizeien stärken soll. Das ist vielleicht eine Frage, wenn man netzpolitisch interessiert ist, die man besonders priorisieren sollte und dann auch gucken, wen man dann da wählt. Genau, ich glaube, es gibt einige Parteien, die vielleicht sehr progressiv tun, aber dann am Ende Polizei ausbauen wollen. Schaut da mal genauer nach. Danke. Ihr habt jetzt alle zum Schweigen gebracht. Alle haben viel nachzudenken. Danke, dass ihr gekommen seid. Einen Applaus bitte für Kantorkel und Jannik nochmal.
Genau, da möchte ich noch mal was sagen, und zwar zur netzpolitischen Abend und der digitalen Gesellschaft, die euch den Abend heute ermöglicht hat und es immer noch nicht geschafft hat, einen QR-Code zu basteln. Wenn ihr den Abend interessant fandet und es euch neue Inputs gegeben habt, dann freuen sie sich auf eine Spende, gerne auch in Form von Getränken, denn die Leute sind noch eine Weile hier. Dankeschön und jetzt viel Spaß beim Rumlaufen, Austauschen und gerne auch Nachfragen bei unseren Referenten, denn die sind auch noch eine Weile hier und freuen sich sehr, mit euch ins Gespräch zu kommen. Am 2. Juli gibt es den nächsten netzpolitischen Abend zu einem Thema.